Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bis vor 10 Jahren waren Planeten für Astronomen eigentlich kein Thema, weil wir konnten sie nicht entdecken. Wir hatten nicht die Möglichkeiten dazu, um andere Sterne herum nach Planeten zu suchen. Seit 10 Jahren ist es ganz anders. Seit 10 Jahren ist die Entstehung von Planeten eines der zentralen Themen der theoretischen und der beobachtenden Astrophysik geworden. Nur, wir können natürlich nicht hinfliegen zu dem Planetensystem. Wir müssen praktisch aus unserer unmittelbaren kosmischen Heimat ablesen, wie es denn zugeht, wenn ein Stern entsteht und wie in seiner Nähe dann in relativ kurzer Zeit, wie sich herausstellen wird, Planeten entstehen. Denn das Ganze ist ein Wettbewerb. Das ist ein wichtiges Wort heutzutage, Wettbewerb. Und zwar in dem Fall ist es der Wettbewerb zwischen den Kräften, nämlich den Kräften einerseits, die dazu führen, dass Planeten entstehen, und den Kräften andererseits, die in einem Stern wirksam werden. Und dann fängt der Stern nämlich irgendwann aufgrund dieser Kernkräfte im Innern an zu strahlen und fegt das ganze Material davon, was eigentlich hätte zu Planeten werden sollen. Und so ist zum Beispiel eine unglaublich interessante Frage, wie schnell eigentlich die Erde entstand. Es wird heute darum gehen, wie schnell unser eigener Planet eigentlich aufgebaut werden musste, bevor die Sonne mit ihrer Strahlungskraft alles Material davongetrieben hätte. Also unser Planet ist ja in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, also im Sonnensystem ist er etwas Besonderes. Er enthält nämlich flüssiges Wasser, etwas, was kein anderer Planet hat, zumindest nichts, was wir, nichts spricht dafür, dass es einen anderen Planeten im Sonnensystem gibt, der jetzt zurzeit flüssiges Wasser hat. Dass die Erde dieses flüssige Wasser hat, nein, das hat, ich fange mal vorne an. Also, die Erde, was schätzen Sie jetzt, wie schwer wird die Erde jeden Tag durch den Einschlag von Mikrometeoriten? Wir haben ja so eine kleine Umfrage im Studio gemacht, das war so von 500 Gramm bis 3 Tonnen. Einige sagten viel mehr und die, die sagten viel mehr, die haben recht. Die Erdwerdung hätte nicht passieren können durch das blanke Aufsammeln von Mikrometeoriten, denn die Erde wächst pro Tag um 50 bis 100 Tonnen. Das entspricht in 4,6 Milliarden Jahren, denn so alt ist die Erde, einer Schicht um diese Kugel herum von ungefähr 15 Zentimetern. Also so, das ist zu langsam. Ja? Nie hätte die Erde so langsam wachsen können und wäre dann innerhalb von relativ kurzer Zeit zu einem bewohnbaren Planeten. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Das muss anders gegangen sein, es muss ganz anders gegangen sein. Nur, woher sollen wir wissen, dass die Erde tatsächlich so alt ist? Wir müssen erst mal damit anfangen. Das Material, aus dem die Planeten gemacht worden sind, ist ja in den Planeten drin. Das können wir natürlich nicht mehr untersuchen. Aber wir können das Material, vielleicht Überreste von diesem Material finden, und das wissen Sie natürlich, die Meteoriten. Da gibt es ganz unterschiedliche Sorten, aber wichtig ist eines, in den Meteoriten selber sind Strukturen zu finden und die deuten darauf hin, was heißt die deuten darauf hin, das ist so gut wie sicher, dass also dieses Material aufgeschmolzen worden ist, dann wieder zusammengebacken, wieder aufgeschmolzen, wieder zusammengebacken, und aus der Verteilung der radioaktiven Isotope in den Meteoriten kann man ziemlich genau festlegen, 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren plus minus 2 Millionen Jahren, das war der Entstehungszeitraum des Sonnensystems, also der planetaren Scheibe, in dem sich die Planeten gebildet haben. Aber so eine Planetenscheibe hat natürlich in Abhängigkeit von ihrem Abstand zum zentralen Körper, und der zentrale Körper ist ja der Stern, also in unserem Fall die Sonne, der zunächst einmal ja noch unter so einer Staubhülle liegt, ja? Also vor 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren lag die Sonne noch unter so einer Staubhülle und in ihrem Innern waren die Prozesse noch nicht richtig angelaufen, die dazu geführt haben, später dann, dass die Sonne anfing zu strahlen. Sondern der Stern war gerade dabei, sich sozusagen zu etablieren im Innern. Ja? Es wurde hinreichend dicht, richtig heiß und irgendwann ging dann die Fusion los und dann erst fing der an zu strahlen. Aber am Anfang war er eben noch von einer Staubhülle umgeben, ja, um diese Staubhülle herum, diese staubige Scheibe und weiter draußen, ja, was war weiter draußen? Natürlich die Elemente, die wie uns nachher noch interessieren wird, nehmen wir zum Beispiel Wasser, flüchtige Gase und so weiter. Aber je näher man also an diesen schon etwas heißen, aber noch von einer, ich sag's nochmal, weil das ist jetzt wichtig, von einer Staubhülle umgebenen Zentralkörper kam, umso mehr und mehr Staub war eben nur da. Gas war einfach nichts mehr da. Ach, warum der eine Scheibe hat? Ja, nicht weil der Kant vor 250 Jahren die Idee gehabt hat, es wäre eine Scheibe. Nein, nein, sondern wir beobachten inzwischen die Scheiben. Staubscheiben um junge Sterne herum. Ja, ja, doch. Also
Das ist ja was ganz Irres, dass man inzwischen eben so genau gucken kann, und zwar in verschiedenen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums. Da geht es nicht mehr nur um sichtbares Licht, sondern es geht vor allen Dingen um Infrarotstrahlung. Denn die Sterne, die sind ja von Staubhüllen umgeben, wissen Sie noch, ne? Denn das heißt also, die Strahlung, die der Stern überhaupt schon hat, die wird vor allen Dingen durch diesen Staub absorbiert, und der Staub strahlt selbst im Infraroten. Und wenn man Infrarotaufnahmen anschaut, dann sieht man also, dass um diese Zentralkörper herum richtig dicke Staubscheiben sind, die so gewaltig sind. Wie die zustande? Ach so, das hatte ich noch nicht beantwortet. Richtig. Also, die Wolke kollabiert, hat einen leichten Drehimpuls, und beim Kollabieren bleibt der Drehimpuls erhalten und das ganze Material fängt wahnsinnig schnell an, sich zu drehen. Das ist im Grunde genommen alles. Wenn es sich nicht drehen würde, dann würde das Material gleichmäßig von allen Seiten auf den Stern fallen. Aber so, aufgrund der Rotation des Drehimpulses, bildet sich eine Staubscheibe. Und nochmal, die Temperatur im Innern dieser Scheibe ist viel zu hoch, als dass sich da flüchtige Elemente halten können, was ein Thema sein könnte für eine weitere Alpha Centauri-Sendung, nämlich woher das Wasser wirklich kommt. Denn inzwischen wissen wir da mehr davon. Aber jetzt mal zurück zur Entstehung der Erde. Die Erde ist ja in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer von der Sonne entstanden. Und sie kann nicht entstanden sein durch das langsame Anwachsen durch den Einschlag von Mikrometeoriten, sondern heutzutage geht man davon aus, dass sich in der Scheibe um einen jungen Stern herum zunächst einmal Brocken bilden. Ne? Das sind zunächst mal Flocken, und diese Flocken kleben aneinander, nicht zuletzt, weil diese Staubklümpchen, das ist also richtiger schmieriger Matsch, hätte ich was gesagt, also ein Zeug, was gewisse Kohäsionskräfte hat, das kann also richtig zusammenkleben. Und dann entstehen aus winzig kleinen Mikrometeoriten, entstehen schon mal so flockiger Staub, so Ruß. Ja, und das wächst immer mehr zusammen, das Zeug dreht sich ja, ja in der Scheibe, stößt zusammen, und dann entstehen immer größere und größere Brocken. Und solange diese größeren Brocken jetzt nicht mit einer sehr großen Geschwindigkeit aufeinander donnern, kommt es immer wieder dazu, dass die Brocken anwachsen und anwachsen und anwachsen. Ja, einfach das Zeug, die Gravitation dieser Brocken wächst, dadurch, dass sie größere Masse haben als ihre Umgebung, und gleichzeitig sind die Relativgeschwindigkeiten nicht so stark, dass das jetzt so aufeinander knallt und die dann wieder auseinanderfliegen. Ja, ja. Ja. Also gut, das gibt also verschiedene Phasen, und wie schnell diese Phasen gehen, hat etwas damit zu tun, wie dieser Stern, Sie entsinnen sich noch, der von so einer Staubhülle umgeben ist, diese Staubhülle irgendwann mal wegtreibt durch seinen Strahlungsdruck und dann auf einmal anfängt, in voller Schönheit die Umgebung zu erleuchten. Das war also dann sozusagen der Tag, es werde Licht. Also es ist wirklich, als dieser Stern, den wir heute Sonne nennen, seinen Staub weggedrückt hat. Aber jetzt muss sich der Staub beeilen. Wenn er jetzt noch nicht in diesen dicken Brocken eingefangen ist, und das müssen große Brocken sein, dann wird er davon getrieben und es wird nie zu einer Planetenentstehung kommen. Deswegen ist die heutige Standardvorstellung darüber, wie ein Planet wie die Erde entsteht, ja, der hier offenbar kaum flüchtige Elemente aufgenommen hat, der, dass in einem System wie der Sonne, in einem Sonnensystem wie unserem Sonnensystem, ungefähr 100 Protoplaneten entstehen. Diese Protoplaneten sind alle ungefähr so groß wie der Mond. Das heißt, von diesen Bröckchen, Meter- oder Kilometergroßen Brocken, muss etwas entstehen, was so groß ist wie der Mond, ein paar tausend Kilometer groß, oder na, sagen wir mal 1000 Kilometer groß, ungefähr. Ja. Und dann dürfen aber diese Brocken jetzt nicht mit einem Affenzahn aufeinander donnern. Denn was würde passieren, wenn diese Brocken mit sehr hoher Geschwindigkeit sehr aufeinander schlagen? Naja, sie würden sich zerstören. Möglicherweise dabei. Es müssen sehr, sehr interessante Begegnungen gewesen sein, die dazu geführt haben, dass aus 100 Protoplaneten, wie sich in den Computersimulationen rausstellt, sind also so nach 30 Millionen Jahren dann nur noch 22 Protoplaneten übrig. Einige davon sind sehr gemütlich in Anführungsstrichen zusammengestoßen, sind angewachsen, sind immer größer und größer geworden. In den Computersimulationen, die heutzutage als diejenigen gelten, die als die wirklich realistische Randbedingungen haben, ist nach 450 Millionen Jahren, sind aus 100 Protoplaneten die Situation des Sonnensystems entstanden. Und dann wäre die Erde fertig gewesen. Nur, als das war, war die Sonne noch nicht in ihrer vollen mit ihrer vollen Strahlkraft dabei. Außerdem war die Erde noch nicht fertig. Also, was dann passierte mit dem Material, was nun immer noch auf sie runterdonnerte, und die ist, ne, vergessen Sie nicht, das waren Protoplaneten. Das waren also Brocken von der Größe des Mondes, die die Erde letztlich aufgebaut haben. Und die kamen aus dem gesamten Sonnensystem. Wenn die nur aus dem inneren Teil des Sonnensystems gekommen wären, dann würde ich jetzt nicht hier vor Ihnen stehen und Sie würden mich nicht anschauen können. Dann würde es uns nicht geben, denn dann hätte die Erde kein Wasser. Es muss mindestens zwei, möglicherweise drei Protoplaneten gegeben haben, die aus einem Bereich weit außerhalb der Erdbahn, so zwischen 5 und 10 astronomischen Einheiten, eine astronomische Einheit ist der Abstand Erde-Sonne, also aus dem Bereich zwischen Jupiter und Saturn gekommen sein, die haben das Wasser auf diesen Planeten gebracht. Denn da, wo dieser Planet entstand, unsere Erde, da war es ja viel zu heiß für Wasser. Das Wasser, was wir heute trinken, stammt von zwei, möglicherweise drei Einschlägen von Protoplaneten. Das merkt man auch. Ne? Gibt so Wassersorten, da denkt man, ne, das ist ein bisschen alt.
Spaß beiseite. Also das merkt man natürlich heute nicht mehr. Also, die Erde hat sich aufgebaut aus dem Zusammensturz von mehreren großen Protoplaneten, deren Entstehung bereits wieder 20 bis 70 oder 80 Millionen Jahre gedauert hat. Und das muss, aber der ganze andere Rest muss sehr schnell gegangen sein. Es kann nicht so gewesen sein, dass die Erde so wie heute so Mikrometeoriten ansammelt und dann so ganz, ganz, ganz gemütlich wächst. Das hätte nicht gereicht. Aber das ist noch nicht zu Ende. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Erde ja, ist da, von diesen drei Protoplaneten, vielleicht ein paar mehr zusammengebaut. Und dann bildet sich eine Kruste, die kühlt sich langsam ab. Ja. Im Innern sind also Differenzierungsvorgänge, das schwere Material bildet den Erdkern, Eisen, Nickel, und außen das Silikatgestein bildet also den Mantel und ganz außen dann die Kruste. Übrigens, die Kruste ist, habe ich neulich noch gelesen, so dünn wie eine Briefmarke auf einem Handball. Wenn also die Erde der Handball wäre, dann ist die Erdkruste so dünn wie eine Briefmarke an ihrer, also es ist wirklich fast nichts. Wir stehen auf einem brodelnden Untergrund. Aber damals, zu Beginn, da war das noch gar nicht die richtige Erde, das war mehr so ein Torkelteil. Denn es torkelte, dieser Apparat, der drehte sich noch nicht so angenehm wie heute mit 23,7 Grad um seine Erdachse, sondern der torkelte mehr. Ja? Denn was noch passieren musste, um zu einer richtigen Erde zu werden, war der Einschlag ungefähr 70 Millionen Jahre, nachdem die Erde entstanden ist. Ein Hammer-Einschlag. Ein unglaublicher Einschlag. Der Einschlag eines Körpers, doppelt so schwer wie der Mars, also 20% Erdmasse, der aber nicht frontal einschlug, sondern nur streifend, quasi so eben mal kurz vorbei, aber dabei zur vollständigen Zerstörung dieses Einschlägers führte. Es bildete sich ein Ring, in einem Abstand von 60.000 Kilometer von der Erde bildete sich ein Ring. Unglaubliche Mengen von Gestein wurden aus der Erde herausgeschlagen. Dieser Einschläger selber wurde dabei zerstört. Teile von dem Kern dieses Einschlägers wanderten ins Erdinnere. Es bildete sich in diesem Ring, in wenigen Monaten bildete sich ein Begleiter. Der Mond. Ein Achtzehntel Erdmasse, ein Mond, der uns, wie ich immer sage, dienstgradmäßig überhaupt nicht zusteht. So ein Mond, wie wir ihn haben, der gehört zum Jupiter, aber nicht zu so einem kleinen Planeten wie der Erde. Aber die beiden Herrschaften, der Mond und die Erde, führten nun über die Gravitationskräfte, die sie aufeinander ausübten, endlich dazu, dass der Planet Erde nicht mehr torkelte um seine Rotationsachse, sondern sauber um diese Achse sich drehte. Zunächst einmal wahnsinnig abgebremst wurde, ne? Gezeitenkräfte führten zur Abbremsung des Mondes, der zeigt uns immer die gleiche Seite. Seitdem hat also niemals richtig einen ordentlichen Drehimpuls gehabt. Die Erde wurde abgebremst und dann war alles zu Ende. Das ist die wichtigste Phase, die zweite wichtigste Phase in der Erdentstehung gewesen, dass nämlich ein Einschläger die Rotation der Erde stabilisiert hat. Das heißt, der Einschläger war es nicht, sondern der Körper, der sich daraus gebildet hat, nämlich dieser sehr schwere Mond. Und so ist die Erde zu einem leicht geneigten Kreisel geworden, um dem sich ein anderer Körper herumdreht. Und wenn man sich das so zusammenstellt, also die Erde musste offenbar, um so zu werden, wie sie heute ist, musste sie Material bekommen aus allen Teilen des Sonnensystems. Und das durfte aber nicht einschlagen wie verrückt, sondern es musste gemütlich einschlagen, ansonsten wäre der Planet zerstört worden. Ein streifender Einschlag hat dazu geführt, dass der Mond entstanden ist. Auch hier, die Zerstörung dürfte nicht total sein, sondern nur so partiell. Es ist schon verwunderlich, wie das alles so gekommen ist. Und Kant hat mal gesagt, so ist das mit der ganzen Welt. Es ist ein immerwährendes Werden.